willkommen zu einem neuen Plan mit mir Video. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man alles über Kopf in diesen wöchentlichen Plan integriert. Und dafür habe ich mir mal meinen Erin Condren Planer geschnappt. Und ihr seht die Woche vom 19. bis zum 25. Oktober. Ja, ich habe dafür einmal die Professor Nitro Kollektion auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir ein Stickerbuch gekauft. Das ist dieses Inside Out. Also bei uns auf Deutsch heißt das Alles steht Kopf. Und das ist ein super schöner Film, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Und einige Washi-Tape habe ich hier auch noch für euch. Und die kann man ganz prima nehmen. Ich weiß noch nicht, ob die Farben passen werden. Schauen wir mal. Vielleicht nehme ich auch was ganz anderes. Und hier sind erstmal meine Box-Headings. Die packe ich jetzt erstmal hier drauf. Ich fange eigentlich immer gleich oder ähnlich an. Also einmal mit den Box-Headings, diese To-Do-Boxes ganz oben. Das sind meistens die Sachen, die ich unbedingt erledigen muss. Aus dieser Perspektive ist es allerdings ziemlich schwer, das Ganze gerade aufzukleben. Deswegen schauen wir mal eben, ob das so funktioniert. Sonst muss ich die Blätter einmal rausnehmen. Ja, ich denke, das ist die beste Alternative. Ihr nehmt einfach die Blätter mal raus und dann könnt ihr das auch besser sehen, was ich hier so treibe. Und also ich packe oben immer diese To-Do-Sticker, einfach weil ich meine, dass ich da dann die Sachen hinpacken kann, die ich unbedingt erledigen muss. Fürs Geschäft meistens. Und dann darunter kommen bei mir die kleinen Dinge, also Little Things. Das ist in diesem Fall jetzt mal dieses Hellblau. Und ganz unten kommt dagegen so ein Hobbyzeug oder andere Dinge. Ne? So hin und wieder muss man ja auch mal einkaufen oder die Wohnung sauber machen. All diese Sachen würden dann bei mir ganz unten auf der Seite kommen. Ja, jetzt seht ihr schon ungefähr meine Struktur. Ne? Also Other ist am Montag und am Mittwoch. Dagegen Dienstags gehe ich meistens schwimmen, also kommt da Hobby rein. Ja. Und dann kommen die Checklists, die brauche ich auch unbedingt, weil da kann ich dann direkt reinschreiben, was ich alles machen muss. Und wenn die fertig sind, wird das zack abgehackt. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist sehr lohnend. Also man hat das Gefühl, man hat richtig was gemacht, deswegen mag ich diese Checkboxes sehr. Da kann ich es einfach kurz abhaken, was erledigt ist, und dann kann ich zum nächsten Punkt auf der Liste übergehen. Ja, ganz unten wollte ich dann eigentlich diese Meal Planner Sticker nehmen. Also da kann man halt schon mal so einkalkulieren, was an dem Tag oder in der Woche zu essen gibt. Und das erleichtert den Einkauf doch erheblich, weil so hat man alles da und muss nicht erst auf den letzten Drücker schnell was einkaufen gehen, sondern kann das ganz in Ruhe schon mal am Wochenende planen. Und dann habe ich damit die ganze Woche über nichts mehr zu tun. Also packe ich mir da meistens meine Meal Planner Stickers hin. Und die sind jetzt sehr klein, da kann ich dann nur ein Wort reinschreiben oder ne, so kurz und knapp einfach aufschreiben. Aber das reicht jetzt für mich. Was natürlich nicht so toll ist, das, was hier immer passiert, wenn man diese Meal Planner Stickers darauf packt, ist es häufig so, dass man leider gar nicht da, ja, also das Problem ist immer, dass man diese Wörter dann halt trotzdem noch sieht. Und da hilft es einfach, zum Washi-Tape zu greifen und das da drauf zu machen. Und ich versuche das mal mit einem Lineal einfach abzureißen. Es ist ja japanisches Reispapier, das lässt sich immer ganz gut einfach abreißen und sieht auch ganz hübsch aus, wenn es nicht so glatte Ecken sind alles. Deswegen Lineal anlegen, zack, abreißen und dann geht's weiter. Ja, auf jeden Fall kann ich dann einfach meine Meal Planner Stickers direkt da drauf kleben und die Wörter sind zum großen Teil verdeckt. Und das Washi Tape scheint so ein bisschen durch. Ja. Jetzt habe ich ein gelbes, das nicht 100% zu dem anderen Gelb passt, aber so finde ich es eigentlich ganz schön. Ist mal was anderes und poppt so ein bisschen raus. Und jetzt geht es weiter. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen dekorieren, weiter mit diesen Die-Cut-Boxes, also den ganzen Boxen, die jetzt hier unter Little Things sind, und diesen halben Boxen, wo man auch ganz ohne Probleme was draufschreiben kann. Die mag ich sehr gerne, also auch wenn mal so ein paar Sachen anliegen, die kann ich dann einfach hier unter Other packen. Ja, und dann
dekoriere ich mal ein bisschen mit meinen Stickern von der Professor Nitro Kollektion. Und dann kommt natürlich auch noch das Inside-Out-Buch. Also alles steht Kopf, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ganz schöner Disney-Pixar-Film, ganz liebevoll gemacht und auch mit Sinn dahinter. Deswegen, den kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich mir den nochmal anschaue. Und den möchte ich auch, diese Charaktere, die hätte ich auch gerne in meinem Stickerbuch, also in meinem Planerbuch eigentlich. Ja, also als allererstes brauchen wir mal Joy. Joy macht nämlich fröhlich. Und die kommt irgendwo links an die Seite. Mal gucken. Die sind nicht so ganz so einfach hier rauszulösen. Es geht schon irgendwie, aber wenn man das Ganze knicken muss, ein bisschen knautschen, bis man dann schließlich seinen Sticker hier raus hat. Aber irgendwie geht das schon. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei diesen Stickerbüchern. Die können nämlich auch schlicht und einfach zu groß sein und viel zu viel abdecken. Deswegen mal gucken, oder man setzt die einfach links, rechts an den Rand und schneidet wirklich ganz bewusst etwas ab. Ich setze die Joy jetzt mal hier über die ganzen Pünktchen, weil die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja, vielleicht kann man die sogar noch weiter mit dem Washi-Tape abdecken, oder ich lasse sie einfach. Sieht nämlich so aus, als ob Joy diese Kugeln durch die Gegend schmeißt. Und wer den Film gesehen hat, der weiß auch, dass das dann halt so diese Erinnerungskugeln sein können. Also gute und schlechte Erinnerung, die der Mensch halt so macht. Und ja, das passt eigentlich ganz gut. Deswegen lasse ich das mal jetzt hier so. Ja, aber es muss noch ein bisschen mehr her. Es gibt nämlich insgesamt 4 Charaktere. Und das ist noch einmal also Freude, dann Leid oder Traurigkeit und Wut und auch Ekel. Und all die müssen in meine Woche irgendwie rein. Und ich finde, die passen auch prima zu den Farben der Professor Nitro Kollektion. Kann man da ganz schön zu nehmen, weil die halt auch dieses Grün haben und das Blau passt und auch das Rot. Also passt richtig gut, kann man alles schön kombinieren. Ihr seht, also man muss Professor Nitro nicht nur für dieses Thema, für irgendwas Chemisches oder wirklich so ein Thema nehmen. Man kann das wirklich ganz flexibel für was anderes nehmen. Jetzt habe ich mir mal die zweite Seite geschnappt, weil die muss natürlich auch noch irgendwie ähnlich dekoriert werden. Und dann werde ich natürlich noch mal das Washi-Tape ganz unten hinpacken, wie auf der anderen Seite. Und dort auch meine Mealplaner-Sticker reinkleben, denn natürlich wird auch von Donnerstag bis Sonntag irgendwas gegessen. Aber ich werde die mal hier in schwarz und weiß reinpacken, statt nur schwarz. Obwohl ich das eigentlich auch ganz schön fand. Mal gucken, wie wir das hier machen. Das mal ein bisschen höher schieben, damit ihr das auch wieder seht. Und dann wird rechts und links, wenn wir einmal gucken, dass das Washi-Tape abgerissen wird, reiße ich das mal wieder ab, damit das Ganze wieder passt hier. Und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. Ja, und anschließend können wir natürlich dann wieder zum Dekorieren übergehen. Also sprich, es müssen die Box-Headings wieder auf die Seite und dann packen wir natürlich auch wieder die ganzen, ja, diese Die-Cut-Boxes. Also Die-Cut-Boxes sind einfach diese großen Boxes, die ich jetzt hier unter Little Things gepackt habe. Die nennen sich Die-Cut-Boxes. Ich kenne gar kein deutsches Wort dafür, wenn ich ehrlich bin. Also einfach eine gefüllte Box hier. Ja, am Wochenende habe ich natürlich andere Dinge zu tun, deswegen kommen da auch andere Headings hin. Also ganz bewusst mal Other oder halt auch Hobby, weil es sonst neige ich leider dazu, auch am Wochenende komplett durchzuarbeiten. Deswegen muss das hier so ein bisschen anders dekoriert werden. Auch für meinen Kopf einfach, damit ich weiß, okay, jetzt ist Schluss, jetzt musst du mal was anderes machen. Und ja, hier kommen ja diese Die-Cut-Boxes hin. Diesmal klebe ich das ganz oben über dieses Heading drüber, einfach damit es mal ein bisschen was anderes darstellt. Und dazwischen kann man auch prima
also man könnte jetzt diese To-Do-Sticker kleben, aber ich mache jetzt mal hier so eine Box mit so einem leichten Overlay rein, damit man da prima drauf schreiben kann. Und dazwischen können wir auch noch, ja, das Washi-Tape nehmen oder To-Do-Boxen oder was auch immer. Ja, ich habe mich mal für eine To-Do-Box entschieden und unten einfach wieder dekoriert. Ein paar von den Aufklebern rein, hier Brain und Inventions und solche Sachen. Ja, und dann muss natürlich auch noch Sorrow, also Traurigkeit oder Trauer, Kummer, genau, die heißt Kummer im Film, die muss auch rein. Ich weiß irgendwie nicht so ganz wo, weil die recht groß ist, deswegen, ja, natürlich muss sie rein, aber wo packen wir dich hin? Ich denke, es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass ich sie irgendwo links hinpacke. Zwischen den Mahlzeiten sozusagen. Und man muss da wirklich rumprobieren, sonst hat man hinterher kein schönes Layout. Was ich auch schon festgestellt habe, im Laufe der Woche verändert sich mein Layout immer noch. Das heißt, ich klebe noch was dazu oder was um im Notfall. Oder es wird halt auch viel reingeschrieben, ne? Und dann irgendwie ändert sich das alles. Also ja. Also das, was ihr hier seht, ist wirklich nur so ein Anfangslayout sozusagen. Also so ein grobes Gerüst, das man erstmal hat und dann damit arbeitet. Also zum Beispiel werde ich irgendwann wahrscheinlich noch den Weekend-Banner da reinkleben. Mal gucken. Aber dazu muss ich erst wissen, was ich da noch so für einen Platz brauche. Also im Laufe der Woche wird sich das noch ändern. Ich werde euch dann mein Layout am Ende der Woche nochmal wahrscheinlich auf Instagram zeigen. Bis dahin, stellt sicher, dass ihr euch in unseren YouTube-Channel eintragt. Also dann bekommt ihr ein Update von unseren Videos, wann immer wir was Neues rausbringen. Und wenn euch das gefallen hat, wäre das schön. Oder auch, wenn ich euch auf simplelifestories.net mal begrüßen dürfte. Dort bekommt ihr das kostenlose Life Planner Welcome Kit mit Stickern und mit Quote Cards. Ja, all diese Sachen sind da drin und noch ein paar mehr. Also schaut einfach mal vorbei. Ist natürlich alles kostenlos, wenn ihr euch in unseren Newsletter eintragt. Ich würde mich riesig freuen, euch zu sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Dekorieren und Basteln und erzählt mir doch mal, was ihr so mit eurem Planer diese Woche angestellt habt. Hier, ich packe nochmal so ein paar Wettersticker rein, für Montag und Dienstag zumindest, Rest der Woche weiß ich ja noch nicht. Also erzählt mir einfach mal, was bei euch so los ist, was ihr dekoriert habt und ja, ich freue mich von euch zu hören. Bis dahin, tschüss.